Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Row, Song of the Evertree. So, in der letzten Folge, die endete sehr, sehr abrupt. Ja, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht, weil was so Besonderes machen wir eigentlich gar nicht. Glaube ich. Denke ich, vermute ich. Sehr schön, bitte ja gesamt hier einmal raus. Ordentlich Miura. Gib mir was da raus. Ja, zeig mir, was heute los war. Heute steht Vogelfüttern an. Oder wie andere sagen würden, es ist der Tag des Samenpflanzens. Ja, das freut mich unglaublich für dich. So, wir brechen ab. Jawohl, dann gehen wir hier rüber. Wir müssen hier raus, dann hier raus. Ja, ja, erhöhe Zufriedenheit. Machen wir schon. Nur keine Angst nicht. Ja, fürchtet euch nicht. Wir tun das alles. Lauf. Lauf, renn, gehe. Wiesenquartiere. Warum ist hier so viel los? Ich möchte... Was möchtest du? Bist nicht böse auf mich. Nein, ich bin nicht böse auf dich. Ich will nur wissen, was... Wie zur Hölle man hier vielleicht mal helfen kann. Viele interagieren. Arbeit. Ja, ich würde euch ja allen gerne helfen, aber wie denn? Wie denn? Ich dachte eigentlich auch, ich hätte hier noch irgendwo einen Grünen, aber offensichtlich nicht. Das ist sehr schade. So, wir werden hier mal weitergehen. Ja, das ist total toll, dass du jetzt auch noch was von uns willst, aber das hilft uns nicht. Wir können da jetzt nicht helfen, wir können da jetzt nichts machen. Wir können hier hinausgehen und dann können wir dir sagen, Kollege, reiß den Schutt ab. Das können wir machen, dann macht er das auch. Das ist total toll und dann können wir hier, da liegt noch ein Buch. Das kümmert uns jetzt ja gerade aber auch nicht. Habe ich dich gefunden oder... Jetzt musst du dich verstecken. Nein, okay, tatsächlich. Sitzt der einfach da auf der Brücke und weißt du, warum ist da ein Luftballon? Genau, hier müssten wir hinein. Denn da ist auf der anderen Seite, richtig, diese junge Dame. Pallas, Sylvia, du bist endlich da. Du weißt nicht, wie schmerzhaft es war, auf dich zu warten. Nein, weiß ich auch nicht. Ich war mehrere Male versucht, die Kiste zu öffnen. Aber ich habe der Versuchung widerstanden. Das ist stark. Das hätte ich nicht geschafft. Niemals. Ich wollte, dass du da bist, wenn ich sie öffne. Soll ich? Ja, bitte. Endlich! Ja, ich glaube, also wenn du ein neugieriger Mensch bist und die ist Forscherin, also ist die definitiv ein neugieriger Mensch, dann ist sowas, wenn du sowas vor dir hast und darfst das nicht aufmachen, das geht schon an körperliche Schmerzen ran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn hier? Dieser Text. Ich kann ihn überhaupt nicht verstehen. Wie sieht's bei dir aus? Natürlich, nein. Natürlich kannst du es nicht. Warum nicht? Warum kann es nie einfach sein? Naja, weil wenn es einfach wäre, wäre es nicht schwierig. Dann wäre es nicht herausfordernd, dann wäre es langweilig. Warum kann es nie einfach sein? Ja, aus denselben Gründen. Nichts für ungut, Sylvia. Aber was... Wäre die Suche nach Wissen, wenn die Antwort so leicht wäre, oder? Ich gehe in die Bibliothek und sehe, ob ich diesen Text entziffern kann. Das wird eine Menge Nachforschung benötigen, also werde ich länger bleiben, als ich anfangs geplant hatte. Könntest du mir helfen, eine bessere Unterkunft zu bekommen? Ich habe Beschwerden vom Gasthaus erhalten, dass meine Bücherstapel angeblich eine Brandgefahr darstellen. Ich verstehe die Leute aus dem... Die scheinen nicht zu verstehen, dass alle 137 Bände wichtige Bestandteile meiner Forschung sind. Doch, die verstehen das, aber es brennt halt trotzdem wie Hulle. Manche Leute können die Geisteswissenschaften einfach nicht wertschätzen. Hm. Puh. Oder so ähnlich. Ah, wo war ich? Ja, ja, ja. Wir haben den Text gefunden. Tut mir leid, dass er nicht so aufschlussreich war, wie er hofft. Ja, das wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht ist er ja... Aber es gibt noch Hoffnung. Ab in die Bibliothek. Mit mir. Schau ab und zu mal vorbei, Sylvia. Natürlich, ab in die Bibliothek mit mir. So hätte es eigentlich heißen sollen. Also ich habe gedacht, ich lese das jetzt so wie ab in die Betthöhle. So. Hinaus, hinum, hinüber. Du möchtest, dass ich dir ein Haus baue. Soll ich dir ein Haus bauen? Ich glaube, ich baue dir ein Haus.
Ich bin ja da nicht so, ne? So, da sind überall... Wenn die da jetzt, hat die nicht. Nein, okay, gut. Dann würde ich sagen, hier einmal hinaus. Das war übrigens das, was ich in der letzten Folge, was mir da eingefallen ist am Ende zu. So. Hier lang. Laufe sie, gehe sie da oben. Nein, darüber. Nein, auch nicht. Dann hier lang, hier rum. Oh, da unten ist ja... So, jetzt pass mal auf. Und zwar, wenn ich jetzt da lang laufe, ne? Hier. Dann ist da das Gebiet und... Wenn ich da in die Richtung laufe, dann komme ich doch fast eigentlich bei der, ne? Also der Weg Bibliothek, der ist schon das Gate. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin und dann drücken wir auf T. Also da wäre die Bibliothek und da ist die Höhle und dann würde ich sagen, stelle ich derer ihr Haus irgendwo hier hin, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, das geht. Bauen. Baue er ein Haus? Baue er ein kleines Haus? Könnten wir bitte... Ach so, ja, das ist ja... Anderes Spiel. Auch mit Bauen. So, hierhin. Dankeschön. Einmal, dann kann man... Nein, kann man nicht verwalten. Hierhin, Palas. Palas obdachlos. Ach so, kann man ja noch nicht. Wir müssten ja... Oder wie war das? Aber haben wir das jetzt hingestellt? Da drüben ist es. Jetzt müssen wir mal dahinter. Nochmal zu der... Zu dem komische Höhle, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich ist die da jetzt gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist die jetzt schon in der Bibliothek. Und ja, das spricht man genauso aus. Ja, das ist nicht falsch. Das klingt für euch jetzt unrichtig, aber ich denke, das ist... Und ist sie da noch? Natürlich ist sie da nicht mehr. Wer hätte es gedacht? Wäre niemals drauf gekommen. Verdammte Axt. Was für ein Glück, dass ich nochmal in die Richtung gelaufen bin. Ah, das ist jetzt... Da gibt es schon andere Spiele, da habe ich das schon genauso gehasst, dass du einfach in die andere Richtung rauskommst und wieder direkt reinlaufen kannst. Hier lang, hier rüber. Hier hoch, hier durch. Hier hin. Durch, hier lang, hier rüber, hier rein. Das, da ist auch so ein Ausrufezeichen. So, da ist Katmus. Ah, die Seestecke in meinem Aquarium ist arm. Okay, oder? Ja, ich bringe dir einen Fisch gut. Hier, nein. Verdammte Axt. Hierher, hier, gut. Hier, nimm Fisch gut. Hier. Danke. Einsam, nicht arm. Was lese ich denn für einen Quatsch? Ein Fisch gut. Danke, hoffentlich weiß er, wie man sich unterhält. Hm, wir gehen langsam. Ja, okay. Ja, es ist... Klingt schlimm. Klingt wirklich schlimm. Schlimm. So, dann gucken wir mal, wo die Palas ist. Vorher war die noch am... Irgendwo da drüben. Hier, da läuft sie. Hin zu ihr. Bist du mit meiner Unterkunft vorangekommen? Zu Hause, zuweisen. Kleines Haus. Ja. Dann. T. Dann. Ab. Da haben wir schon. Stopp. Dann raus. Dann hier. Arbeit. Bibliothek. Richtig. Aber ja, nicht vergessen, er bleibt Chef. Dann haben wir hier. Was bist denn du für eine, wie du hier? Kotzi, ja, so siehst du auch aus. Hm? Hey, 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 bedräng mich nicht. Kann gut alleine. Einzelheiten, was haben wir denn hier? Traumjob-Bibliothek, dann hätten wir es zugemacht, ne? Zieh doch mal ein. Zu Hause zuweisen. Kleines Haus. Ich habe sie jetzt vorher versehentlich zum Katmus mit reingeschoben, ne? Wo bist denn du jetzt? Dampfi, komm her. Posi, kleines Haus, zuweisen. Hier, danke. Posi hat jetzt Traumjob. Okay, wer arbeitet jetzt alles in der Bibliothek? Kann man das sehen? Jo, die drei, hervorragend. Das heißt, Katmus kann eigentlich
Eigentlich können wir Cadmus rausschmeißen, oder? Hier, Cadmus entfernen. Der hat da eh keinen Bock drauf. Nein, will ich nicht. Die beiden haben da Bock drauf. Ja. Er hatte da eh nie Lust. Also von daher, hey. Läuft. So, was gibt es noch zu tun? So viele Soos immer, ne? Das ist so. Ihr geht's mal auch mal gar nicht auf den Nischel mit eurem ganzen Zeug hier überall. Was? Nein, wir haben noch, wir müssen da noch hin. Das hilft alles nicht. Außerdem müssen wir noch mit Rosie kuscheln. Rosie, wo bist du? Eulenbär, Dinosaurier, Teilgerät. Du möchtest kuscheln. Hüpf sie an. Gib ihr, drück sie. Weitere Selfie-Posen. Ja, füttern. Hau einfach nochmal noch weitere Selfie-Posen. Sehr schön. Das freut mich sehr. Und da möchte sie nochmal kuscheln. Spring! Jawohl. Eulen, Hirschbär, Dinosaurier, Drache. Was auch immer. Dann einmal diesen hier. Ja. Pfeife. Pfeife, mache Tour. Dann haben wir hier großzügig. Ich würde gern großzügig. Weil ich glaube, dass wir mit großzügig dann durch sind. Ja, dann können wir uns um den anderen kümmern. Und wir müssen ja noch neue machen. Also irgendwann demnächst bei Gelegenheit. Vielleicht. Reich großzügig. Sehr schön. Bitte. Lass los. Und jetzt lass mich darüber gehen. Und da ist so viel los. Das eine wahre Freude. Hier hindurch. Da sind die Grünen, da ist, weißt du, auf der eigenen Insel verlaufen, ne? Das darfst du auch keinem erzählen. Wieder und wieder und wieder. Und da sind die nächsten Hellgrünen. Die haben auch so ein bisschen was von Fix und Foxy, finde ich. So. Und hierher. Und hierher. Und hierher. Jawohl. Und dann hierher und gib ihm. Zack, hier einmal Wächter mit eingepflanzt, angegossen und besungen. Sing. So, pack's ein, dann gieße, dann singe. Sehr gut. Hier lang, hier rum, hier rüber, hier hin. Und wir brauchen immer noch zwei Mustaches, ne? Wir haben diese zwei Schnurrbärte immer noch nicht. Wir brauchen zwei Schnurrbärte inzwischen. Weil irgendwie jeder einen Schnurrbart haben möchte, aber keiner, also alle wollen einen Schnurrbart, aber keiner hat Bartwuchs. Das ist schwierig. So, dann bitte einmal hier, einmal hier, einmal hier haben wir schon, einmal hier. Mit gießen, dann hierhin mit hämmern, pflanzen, gießen, ne, hier. Und hier. Und singen. Da haben wir doch relativ viel erwischt, ne? Wow. Okay. Da geht's mal richtig ab. Hier rum, hier rüber. Wie sieht's bei dir aus? Oder die sehen noch so ein bisschen aus. Die haben noch ein bisschen was von Knuckles. So. Hier hin, dann gieße, dann singe. Jawohl. Hier. Das haben wir alles. Hier gieß. Hier gieß. Hier gieß. Hier nochmal gießen und dann stell dich dahin und dann singen. Und dann haben wir hier vergessen zu gießen. Natürlich. Oh, Liebchen, du bist so nahe dran. Ja, ich weiß. Und hier bitte dann noch einmal dann. Alter Schwede. Was ist denn da alles rausgefallen? Das ist ja. Okay, gut. Hier nochmal rein, nochmal den da, nochmal hier. Sehr gut, dann
hier hin, hier einsacken. Hallo? Hier einsacken, hier gießen. Hier singen. Jawohl. Singen und gießen. Gießen und singen, das ist es. Da unten liegt noch Stuff. Und man kann nicht genug looten. Es ist praktisch eigentlich nicht möglich. Ja. So, dann hier lang, hier rum, hier runter, hier hin. Hier rein, hier durch, hier rüber. Okay, dann da lang. Und dann natürlich gießen. Und hier und singen. Jawohl. Und da fliegt da raus der Stuff. Ach, wir kriegen relativ viele überfällige Bücher. Ich verstehe. Ja, hier bitte. Gieß doch bitte. Und dann sing bitte. Können wir da einmal rauf? Also wir können rauf, aber da oben ist glaube ich nichts. Ne? Nee, gar nichts. Gar nichts ist da. So, hier hin, dann hier hin, dann hier. Dann hier. Dann hier, dann hier und dann hier. Hat's den erwischt? Hat's nicht. Schade. So, jetzt aber. Hängender Laternenmast. Und boah. Das fällt ja mal in Größenordnungen herunter. Jenseits von allem. Rosie, was ist eigentlich? Rosie. Okay. Hat jetzt. Okay, irgendwo fehlt noch was. Wohin? Okay, sie sind sich alle einig. Da lang. Da lang. Ach, da tatsächlich. Ein Teil vergessen niederzureißen, ne? Hep. Und nochmal und. Jawohl. Da ist die nächste Welt fertig. Diese Welt wäre bereit zum Erblühen. Selbstverständlich. Einmal den da. Batz, wenn dann. Batz. Hängen wir da alles an. Ne? Diversum hinein, was wir haben wollen und brauchen. Hm. So, und dann hier lang, hier rum, hier rüber, hier runter, hier lang, jawohl, bitte. Einmal schön, da höre ich ihn doch schon wieder, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich bin tatsächlich überlegt, ob wir diese Welt entlassen. Wir können uns eigentlich jede Welt nochmal erstellen, also wir sind ja da, ne? Da ist er. Da ist er. Bin wirklich versucht. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt nicht. Da warte ich jetzt drauf. Also ich habe nächste Aufnahmesession am... Keine Ahnung. Nee, die Folge hier kommt nachher. Das ist... Okay, ich warte jetzt einfach mal. Und wenn ihr die Folge gesehen habt und sagt, okay, wir releasen diese Welt, dann schreibt das in die Kommentare rein und dann können wir das machen. Und jetzt lassen wir sie erstmal dicke erblühen. Yeah, da kommt Zeug raus. Hervorragend. Großer Flechtzopf. Mhm. Orange Tapete. Sehr schön. Ja, in der Welt, was möchten wir? Wir möchten einstellen. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wie viele. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nein, leb wohl. Aber meine Lieben, dann würde ich sagen, nein, eigentlich noch nicht, ne? Wir haben ja noch gar nicht. Mensch, da spricht der einfach komische Dinge, der Mann. Seltsam, seltsam. So, ich habe nur hinter mir gerade eine Katze, die vollkommen irre an der Türe randaliert, weil sie unbedingt nach draußen möchte. Ja, die ist total durch. Und ich habe noch nie gesehen, wie eine Katze versucht, sich durch eine Glastüre zu graben. Das ist ein echtes Erlebnis. Ja, also jeder, der eine Katze hat,
Ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte nach unten, bitte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also bitte einfach mal ein Teil nach unten. Und, ah, da ist der Festtagsplatz, Alchemiehaus, Ebenendistrikt. Was fehlt uns hier eigentlich, damit das und... Ich weiß es nicht. Können wir eigentlich hier, da können wir auch ein Stückchen, ne? Ja, hier hinten ist natürlich eine Menge los. Da waren wir noch gar nicht. Kommen wir da überhaupt hin? Also wir kommen hier hoch, da ist ja der Dingens, ne? Und hier rüber oder hier rüber passiert dann eigentlich nichts mehr. Schwierig, schwierig, weil hier drüben ist ja auch so. Da haben wir auch hier hinten diesen riesen Platz, mit dem wir eigentlich nichts machen können. Da ging es dann auch nur drum, dass wir jetzt hier irgendwo diesen Baumdingensteil Ding schnappen, ne? So, Gebäude, Ebenendistrikt. Wir gehen mal zum Alchemiehaus. Ich würde sagen, wir schauen noch mal. Wir werden mal eben. Mal eben vor allem, ne? Also. Ich würde sagen, wir werden mal hier. Kann man nichts ausbringen? Nein, 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 leider nicht. Wir gehen mal hier hin und dann würde ich sagen, lassen wir mal wieder ein paar Sachen durch den Alambik durch. Alchemie, ich sehe überhaupt nicht trübe aus. Mir geht es tatsächlich sehr gut. Okay. Naja, wenn du meinst, ich würde sagen, wir hauen hier mal ein paar durch. Ja, also alle. Dann hauen wir das hier natürlich raus. Hier, ja, auch alles durch. Hier alles durch. Wow. Steinplatte, gut. Haben wir hier ausgezeichnet, angenehm. Samen behaglich, Samenfülle. Okay, da ist jetzt tatsächlich... Sieht jetzt nicht so aus, als wäre da so viel Unterschied. Da haben wir es nicht rausbekommen. Nussnet. Okay. Ja, okay. Hier. Blume ertragreich. Blume nett. Wie sieht's hier aus? Korn angenehm. Prechit. Münze, uralte. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt hier hin und dann gucken wir mal, ob wir uns nicht eine Welt machen können, die so ein ganz kleines bisschen anders ist. Ja? Denn wir brauchen ja verschiedene Dinge. Ja, ich würde sagen, die ist auf alle Fälle... Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Ich würde nicht sagen ausgetrocknet. Ich würde sagen, die ist auf alle Fälle matschig. Die ist auf alle Fälle stinkend. Wir brauchen ja auch die Sachen. Die ist auf alle Fälle mysteriös. Ja. Die ist... Hier, die ist stachelig. Die ist richtig, richtig stachelig, ist die. Und verträumt haben wir gar nicht. Können wir nicht. Eisig, tröstend, bitter, reinlich, niedlich. Das geht, ja, das hat auch nicht, ne? Wässrig. Ja, kriegen wir auch nicht hin. Können wir jetzt auch friedlich klopfen. Friedlich oder üppig? Auch mal üppig. Ja, wir brauchen jetzt kein friedlich. Wir hauen jetzt hier einfach 20 üppig rein. Ja, und dann, hey, erschaffe. Mach. Das ist eine, die können wir auf alle Fälle flitzen lassen. Jawohl, merkwürdiger Samen, ungewöhnlich aussehender Weltensamen. Du vermutest, dass er aus einer anderen Welt wachsen, dass aus ihm eine andere Welt wachsen wird. Irgendwas ist anders. Hast du etwas Besonderes hinzugefügt? Frühstücksflocken, Konfetti, ein Furzkissen? Ja, wahrscheinlich etwa in sowas. Wir haben die Motte vorhin aus dir herausgeholt, oder Alambik? Wisst ihr, ich bin irgendwie neugierig, was aus dem Samen wächst. Wenn du ihn in den Samenpflanze einpflanzt, wird bestimmt etwas Interessantes wachsen. Warum schauen wir nicht? Genau, wir schauen uns das auch noch direkt an. Was üppig und saftig? Nee, tatsächlich eher nicht. Eingabe fortsetzen. Nein, raus da. Okay, Errungenschaft freigeschalten, glücklicher Zufall. Gibt es Samen, aus denen nichts wächst? Gibt es Kombinationen, wo man nichts rausbekommt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Können wir mal hier hin? Bitte, danke. Und dann würde ich sagen, wir
So, wo hauen wir das Teil hin? Ich würde sagen, wir hauen es hier hin, oder? Wow, okay. Ich würde sagen, wir hauen es hier hin. Hey, wir werden sehen, was daraus jetzt entwächst. Bin mir nur nicht sicher, ob wir das wollen. Hau mal hier hin und dann gießen. Nein. Nein, natürlich Samen pflanzen. Den da natürlich. Hau rein. Aber wir brauchen ja auch sowas wie matschig, eklig, stachlig, dornig. Brauchen wir ja auch. Boah, schau dir mal die Tiere an. Oh, oh. Kann man dich lieb haben? Man kann dich lieb haben. Komm her. Du bist ja ein niedlicher. Man kann alle Tiere lieb haben. Man muss es nur wissen, ne? So, hier. Dann Kinnkraulen. Nein, nicht kuscheln. Verklickt. Verdammt. Kinnkraulen. Hier. Und? Und. Mein ganz ein Süßer. Also, die sehen schon. Okay. Warum sind hier so viele Tiergestaltteile? Okay, also das ist. Das wundert mich jetzt ja schon fürchterlich. Also wirklich. Kann ich hier gar nichts machen? Ernsthaft? Kann ich hier. Hallo? Ich kann hier nichts tun, oder was? Das ist ja lustig. Das ist ja mal lustig. Ach ja, warum nicht, ne? Ich meine, hey, wenn es funktioniert, läuft. Wenn's läuft, dann läuft's, wa? Offensichtlich ist diese Welt relativ stabil. Okay, dann würde ich sagen, ich hau mich jetzt auf die Rosie. Ja, lass mich noch nach unten fliegen. Oder? Und dann würde ich sagen, ist ja eh für. Ist für die Sylvia ja eh Zeit fürs Bett. Was sagt uns das Teil hier? Land, Fruchtbarkeit. Okay. Okay, okay. Ich bin mysteriös, matschig, stinkend, stachelig, üppig. Insekten, Fische, Obst, immer Kinder, 1 von 0. Okay, es ist 1 von 1. Okay, hier. Da ist auch noch eins, okay. Ja, es macht mich, es ist hammermäßig, also es ist. Ja, bin sehr fasziniert. Aber, na gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.